Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja, und heute geht es mal um ein Unboxing zu Resident Evil Revelations 2 für die PlayStation 4. Ja, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, habe ich auch Revelations 1 für den Nintendo 3DS und ja, eine Konsolenfassung habe ich mir von dem Spiel bisher nicht gekauft, aber ich habe es auf dem 3DS, wie gesagt. Ja, ich fand das damals eigentlich echt gut. Ich fand zwar jetzt nicht so gut wie ein Resident Evil 1 oder 2 oder so, aber es war wirklich ganz nett und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ja, jetzt haben wir hier den zweiten Teil, der jetzt erschienen ist vor kurzem. Und dazu einmal Folgendes. Das Ganze ist ja irgendwie in Download-Fassung, in Episodenform rausgekommen oder so. Ja, davon habe ich absolut gar nichts mitbekommen, keine Ahnung, und hat mich auch nicht weiter interessiert, weil ich dann natürlich auch die Retail-Version haben wollte und ich ging sowieso davon aus, dass eine kommt. Also ja, gut, dass überhaupt eine gekommen ist. Dann gibt es momentan ja bei Saturn und Amazon, glaube ich, die Aktion Kaufe 3 Spiele aus einer Liste und bezahle 75 Euro. Und da habe ich das Spiel auch her von Saturn und ja, habe das mir mal zunutze gemacht, um mir wenigstens eins der Spiele zu schnappen. Ja, Resident Evil Revelations 2 Box Set heißt das hier, weil da halt dann alle Episoden drin sind. So habe ich das zumindest verstanden. Hier steht dann drauf, Evil is Watching, ein düsteres Gefängnis auf einer abgelegenen Insel. Claire Redfield und Moya, glaube ich heißt sie, Burton, die nicht wissen, wie sie dahin gekommen sind und wieso sie dort sind. Ja, Barry Burton, der sich auf die Suche nach seiner Tochter begibt und auf die mysteriöse Natalia trifft. Schreckliche Kreaturen, die den schlimmsten Albträumen entsprungen zu sein scheinen, kann es noch schlimmer kommen. Und ich merke die ganze Zeit, dass hier ein Licht flackert. Ich habe irgendwie, glaube ich, gerade das Gefühl, als wäre ein Licht kaputt. Ja, das Ganze geht alleine oder auch zu zweit. Man kann es im Koop spielen an einer Konsole. Und hier steht noch, es gibt Bonusinhalte, die du halt nur bei der Fassung auf CD bekommst, denke ich jetzt mal. 2 zusätzliche Kapitel, 4 neue Kostüme, den Raid-Modus, der auch, glaube ich, online gilt, wenn ich mich nicht ganz irre, und die Raid-Modus-Charaktere Hank und Albert Wesker. Ja, soviel erstmal dazu. Was ich noch weiß ist, weil ich habe das ja jetzt mir nicht einzeln gekauft, mein Bruder hat sich das Ganze nämlich auch gegönnt und ich war gerade bei ihm und da haben wir seins ist schon mal kurz angespielt, deswegen habe ich auch so ein bisschen den Anfang gesehen. Also ich finde auf jeden Fall die Atmosphäre schon mal ganz nett, also es ist ja ein bisschen gruseliger, sage ich mal, als Resident Evil 6 wahrscheinlich. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch das System erstmal so. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass er halt Claire Redfield gespielt hat und sie dann auch eine Schusswaffe irgendwann hatte. Und ich habe halt diese Moire gespielt und hatte erstmal nur eine Taschenlampe und irgendwann ein Brecheisen, also sie kann, glaube ich, gar nicht schießen, wenn ich mich nicht irre. Aber gut, ja, das werde ich ja dann mal sehen. Und wenn man es alleine spielt, dann läuft halt die zweite Person einem als Computer hinterher. Man konnte ausweichen und rennen und da waren dann überall Gegner und es war ziemlich cool. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe jetzt nur den Anfang gesehen, wie gesagt. Und von der Story habe ich noch gar keine Ahnung. Das muss ich mir dann mal noch ansehen. Ja, ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt mal hier auch aus, bevor ich weiter rumlabe. Einmal hier an der Folie entlang geöffnet. Das Ganze kommt auch wieder von Capcom übrigens. Und ja, ich bin gespannt, ob das Spiel dann doch gut ist oder eher nicht so. Ich habe da so gemischte Sachen gelesen. Manche haben gesagt, die Story ist halt nicht so jetzt der Hammer und ja, manchen hat wohl das Gameplay nicht so gefallen. Keine Ahnung, aber das sehe ich ja dann. Ja, auf jeden Fall gefällt mir die Verpackung, finde ich schon mal sehr schick. Ja, der Inhalt ist dann umso weniger schick, weil man hier nämlich nur eine Garantiekarte hat. Das war schon mit Thema Anleitung. Und dann haben wir hier die CD, wo man nochmal das Auge sieht, was man ja auch vorne auf der Verpackung hat. Und ja, gefällt mir doch vom Design ganz gut und ich wollte schon immer mal in ein Auge stochern. Ja, Resident Evil Revelations 2. Ja, ich werde es dann mal spielen. Vielleicht lasse ich mal die Mary mitspielen. Mal gucken, ob sie da dann überlebt oder ich sie beschützen kann. Wir werden sehen. Ja, was sagt ihr denn dazu zu dem Spiel? Habt ihr schon gespielt? Gefällt es euch? Gefällt es euch besser als Revelations 1? Ja, ich hoffe, es geht so weiter mit Resident Evil, dass sie doch wieder ein bisschen mehr ins Horror-Genre gehen. Das wäre eigentlich ganz gut. Ja, ich bin gespannt. Ja, dann bis zum nächsten Video. Vielleicht erzähle ich euch ja mal in einem Video, wie es mir dann wirklich gefallen hat. Wenn ich es dann durch habe, schauen wir mal, ob das Ganze dann nun wirklich gut ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, das war euer Bannermeister. Also, bis zum nächsten Mal.